So, hallo. Ich erkläre euch heute noch einmal schnell die Potenzen und die Potenzgesetze. Und zwar beginnen wir mal ganz oben. Immer wenn wir a hoch 1 haben, dann ist es immer die Zahl selber. Also 8 hoch 1 ist 8. Haben wir a hoch 0, das ist immer ein Sonderfall. Und das ist fest definiert in der Mathematik. Und das ist immer 1. Also 8 hoch 0 ist 1, 1000 hoch 0 ist 1, 500 hoch 0 ist 1 und so weiter. Was bedeutet überhaupt a hoch 3? A hoch 3 bedeutet einfach nur, dass wir a mal a mal a rechnen. Oder 8 hoch 3 wäre eben 8 mal 8 mal 8, dass man überhaupt die Potenzen richtig anwendet. Was bedeutet eigentlich, wenn wir einen negativen Exponenten haben? Dann haben wir a hoch minus 3, bedeutet immer dieses Minuszeichen hier. Das kann man sich immer vorstellen, das bedeutet immer 1 durch. Und dann ist es eben 1 durch a hoch 3. Haben wir entsprechend 8 hoch minus 3, so ist es eben, das Minuszeichen steht für 1 durch 8 hoch 3 und dann ist es 1/512. Man kann natürlich auch im Exponenten einen Bruch haben. Das hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Das kennen wir schon von den Wurzeln. Denn da hatten wir ja auch a hoch 1/2 ist eben Wurzel aus a. Und a hoch 1/3 ist eben die dritte Wurzel aus a. Und jetzt haben wir hier nochmal den Spezialfall a hoch 2/3, also wenn der Bruch ein bisschen komplizierter ist, dann ist es die dritte Wurzel aus a hoch 2. Also was im Nenner steht, das ist die Art der Wurzel. Dann haben wir die dritte Wurzel. Was im Zähler steht, das kommt dann entsprechend mit unter die Wurzel. Ja. Das ist blöd, muss man sich immer wieder merken. Deswegen Merkzettel schreiben, in die Formelsammlung gucken. Da steht das auch immer genau drin. Aber natürlich ein bisschen komplizierter, immer nur mit Buchstaben. Und ich weiß von meinen Schülern, dass es immer einfacher ist, wenn man sich den Merkzettel mit Zahlen schreibt. Genau, jetzt kommen die Potenzgesetze. Das heißt, wir haben hier als erstes den gleichen Exponenten. Also wenn der Exponent gleich ist, dann darf man entsprechend Potenzen multiplizieren. Und dann darf man eben 2 mal 5 rechnen und dann entsprechend danach hoch 3 rechnen. Wenn man wieder den gleichen Exponenten hat, aber dieses Mal das als Bruch schreibt, dann darf man einfach 2 Fünftel nehmen und dann am Ende hoch 3. Genauso geht es natürlich auch andersrum. Wenn man etwas in Klammern hat, hoch 3, dann muss man, wenn man das Potenzgesetz 1 richtig anwendet, also 2 hoch 3 und auch 5 hoch 3 multiplizieren. Und wenn man 2 Fünftel hoch 3 hat, muss man eben die 2 hoch 3 nehmen und die 5 hoch 3. Genau, was ist also, wenn wir jetzt die gleiche Basis haben. Gleiche Basis heißt, die 2, wir haben 2 hoch 3 und 2 hoch 5. Was darf man dann machen? Dann darf man nämlich die Exponenten addieren, also 3 plus 5 rechnen. Dann sind das eben 2 hoch 8. Wenn wir jetzt das Ganze als Bruch haben, mit geteilt, dann haben wir 2 hoch 3 durch 2 hoch 5 und dann bleibt die Basis und wir dürfen die Exponenten jetzt subtrahieren. Also oben minus unten. Okay, das ist, wenn die gleiche Basis ist. Und jetzt gibt es natürlich auch noch den Spezialfall, dass man noch Potenzen nochmal potenzieren darf. Das heißt, wir haben hoch 3 und dann nochmal hoch 5. Dann darf man einfach die Exponenten multiplizieren. Ja, das war es auch schon zu den Potenzen und zu den Potenzgesetzen. Schreibt euch auf jeden Fall den Merkzettel, denn was man selber nochmal schreibt,
Das bleibt auch immer besser im Kopf. Okay, das war's.